Willkommen zu einem Schnelltutorial zum Thema GPS-Geräte per USB mit Windows und Mac in der NVCharts-App verbinden. Oben links in der NVCharts-App findet ihr ein kleines Menü, das heißt GPS-RMC-Port. Dort seht ihr aufgelistete GPS-Geräte, entweder direkt hier schon als COM-Port aufgezählt oder ihr drückt auf Automatisch suchen, um GPS-Geräte, die verbunden sind, zu erkennen. Normalerweise sollte das eigentlich ganz gut mit dem Auto funktionieren, aber bei manchen Geräten ist es dann nötig, das GPS-Gerät richtig auszuwählen und die dazugehörige Baudrate. Das ist meistens 4800, in manchen Fällen allerdings auch 9600. Wenn das Gerät gefunden wurde, wählen wir das Gerät dann aus der Liste hier aus, hier zum Beispiel das COM1. Und wenn das Gerät verbunden ist, gehen wir unter Einstellungen, GPS AES und wählen externes GPS-Gerät RMC. Bei Windows 10 ist es allerdings oft so, dass GPS-Geräte bereits vom Betriebssystem als solche erkannt werden und von der NVCharts-App dann direkt als internes GPS verwendet werden können. Und dann lassen wir die Einstellung entsprechend hier so. Dann sehen wir hier in dem Menü meistens auch gar nicht das GPS-Gerät richtig aufgezählt, sondern es funktioniert direkt über den internen Sensor, der vom Betriebssystem bereitgestellt wird. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns entweder gerne eine Mail, schaut in unserer Anleitung nach oder schreibt uns einen Kommentar zu dem Video.